Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Elektrotechnik-Rezept. Heute geht es um die Dreieck-Sterntransformation. Dabei machen wir aus drei Widerständen, die zu einem Dreieck zusammengeschaltet sind, eine Sternschaltung. Brauchen tun wir das beispielsweise für so eine Schaltung. Dafür suchen wir nun den Gesamtwiderstand. Der linke Teil der Schaltung ist keine Parallelschaltung, weil der Strom, der in diesen Knoten fließt, sich auf beide Zweige aufteilt, und zwar in I1 und I2. Aber hier fließen die beiden Ströme nicht wieder zusammen, so wie das bei einer normalen Parallelschaltung sein müsste, sondern dem steht dieser violette Widerstand im Wege. Heißt, das ist also keine Parallelschaltung. Jetzt hilft uns hier die Dreieck-Sterntransformation weiter. Der linke Teil der Schaltung hier sieht zwar rechteckig aus, aber wenn wir mal hier dran nach links ziehen, dann sieht das Ganze eher dreieckig aus. Aus diesem Dreieck machen wir jetzt einen Stern. In die Mitte kommt ein neuer Knoten, den verbinden wir mit den Eckknoten, tun jeweils einen neuen Widerstand drauf und die kriegen auch alle einen neuen Namen. R12, R23 und R13. Das Gute hieran ist, dass wir nun eine Ersatzschaltung bekommen, die wir im Folgenden ganz leicht weiter vereinfachen können. R12 rechnen wir aus, indem wir seine beiden Nachbarn R1 und R2 miteinander mal nehmen und durch die Summe aller Widerstände teilen. Hier sind das 10 plus 20 plus 30 Ohm und im Ergebnis erhalten wir 3,33 Ohm. Genauso mit R23. Seine Nachbarn sind 20 Ohm und 30 Ohm, deshalb werden die multipliziert und kommen in den Zähler. In den Nenner wieder die Summe aller Widerstände, das war ja 60 Ohm. Der Wert ist ja für alle neuen Widerstände gleich. Er gibt 10 Ohm für den neuen Widerstand R23. Mit R13 geht das völlig analog. Hierfür bekommen wir 5 Ohm. Die neuen Widerstände schreiben wir an die Sternschaltung dran. Fast fertig. Die beiden liegen in Reihe, die beiden auch. Macht oben 43,33 Ohm und unten 60 Ohm. Nochmal neu aufmalen. Die liegen parallel, macht 25,16 Ohm, welche mit den 5 Ohm in Serie liegen. Ergibt zusammen 30,16 Ohm und fertig. Das Ganze war nur möglich mit Hilfe der Dreieck-Sterntransformation. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt ihr doch unten einfach in die Infobox. Tschüss, eure Barbara Kronberger.